dir gesagt, dass das live ist? Nein. Es ist live. Oh nein. Herzlich willkommen hier zurück zum Livestream von der MTC 2017. Neben mir steht jetzt die wunderbare Nanaya. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Wir reden jetzt ein bisschen so über deine Arbeit, und zwar über Goldfisch und über Hockey Homo. Schöner Titel, ne? Ja, der Titel sagt alles, glaube ich, oder? Ja, so ziemlich. Gut. Passt. Ja, aber erzähl mal ein bisschen was erstmal über Goldfisch, weil da kann ich, weiß ich jetzt überhaupt nicht, ich weiß, was ein Goldfisch ist, aber ich weiß nicht, was du jetzt, was du daraus machst. Also man kann es ins Genre Shonen einordnen, also dass sich die Zielgruppe eher an Jungs richtet, also Action Fantasy. Ist eine Trilogie, die ich für Tokyopop mache, und es geht um einen Jungen, der einen Goldfluch hat, beziehungsweise alles, was er berührt, zu Gold verwandelt. Okay. Aber es ist schon eine Menge Arbeit eigentlich. Also du hast ja, wie gesagt, es sind ja zwei Sachen. Ja. Also, kriegst du das alles hin? Funktioniert also, das alles? Das Verlagsding hat natürlich so ein bisschen mehr Priorität. Das heißt, da ist jetzt momentan so der Fokus drauf, bis ich das Ding fertig habe. Und das eigene, also Hockey Homo, ist halt, steht ein bisschen hinten an. Das wird ab und zu mal fertig gemacht, wenn die Freizeit da ist. Also es klappt nicht so ganz parallel, aber immer so phasenweise würde ich das beschreiben. Kamst du überhaupt zu dieser Veröffentlichung überhaupt bei Tokyopop? Wie kamst du zur Zusammenarbeit eigentlich? Also das war eigentlich schon immer mein Traum, zu einem Manga-Verlag in Deutschland zu gehen, um irgendwas zu publizieren. Und weil halt Tokyopop so einer der Großen ist, war das eigentlich klar, dass ich es auf jeden Fall da probiere. Und nachdem ich das mehrere Jahre versucht habe, hat es dann irgendwann mal geklappt, weil ich halt auch viel selbstständig auf Messen bin, sowieso schon. Und die dachten, okay, die ist aktiv, die bleibt am Ball, die hat Bock da drauf. Können wir ja mal versuchen. Gut, danke. Ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Jetzt hast du gesagt, der erste Band ist erschienen von Goldfisch, der zweite? Der zweite auch jetzt gerade zur Messe, also ist jetzt eine Woche raus. Ah, okay. Kaufen. Ja. Kaufen. Zum zweiten Band gibt es jetzt also so eine kleine Premiere, und zwar gab es Merch. Also es gab, was hast du mir erzählt, eine Plüschfigur? Ja, also es gibt in diesem Manga so eine Art Maskottchenfigur, Otter. Mhm. Es ist auch ein Otter, ein mutierter Otter, der sieht ein bisschen anders aus als ein normaler Otter. Und der ist jetzt quasi als Plüschtier rausgekommen und nochmal in zwei verschiedenen Formen als Schlüsselanhänger. Ah. So als Premiere mal. Ja. Wie ist das für dich so als Zeichnerin, als Schöpferin, so auf einmal? Klar, du hast erstmal, es ist schon Bau, glaube ich, sowas erstmal, dass das eigene Werk veröffentlicht wird. Ja. Und dann auf einmal wird auch noch so dieser Hype entsteht dann, und du hast auf einmal noch Spielsachen. Wie ist das für dich? Ja, man denkt dann schon echt so, ist es jetzt echt passiert? Also, das war ein Traum, und jetzt ist es, also es ist auf jeden Fall cool, und ich freue mich sehr, dass die das mal in Angriff genommen haben und diesem Projekt auch zutrauen, dass es irgendwie so einen Hype entwickeln kann. Deswegen ist es echt cool. Wie geht's weiter mit Goldfisch? Also du hast gesagt, das war ja eine Trilogie, hast du ja gesagt. Das ist eine Trilogie, und der dritte Band ist jetzt, also ich fange jetzt quasi so richtig an mit der Arbeit daran, sodass das Ding hoffentlich wieder jetzt so in einem Jahr dann fertig wird. Vielleicht wieder zur Buchmesse. Dass man das wieder mitnehmen kann. Das ist so der Plan, mal gucken, was so passiert. Aber das wird jetzt die nächste Zeit mein Arbeitsalltag bestimmen. Und so Pläne, was vielleicht danach noch ansteht, vielleicht was ganz anderes, vielleicht eine ganz andere Richtung, was Neues überhaupt? Ja, ich mache gern verschiedene Sachen. Also es kann gern wieder Fantasy sein, vielleicht versuche ich mal einen farbigen Comic zu machen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, worauf ich Bock habe. Gut, das war's schon. Echt? Ja. Boah, das ging ja schnell. Du hast meine Fragen können, perfekt so. Alles fertig. Hast du super gemacht. Ich danke für deine Zeit. Ja, bitteschön. Ich wünsche dir noch heute einen guten Resttag, Restsonntag in dem Sinne. Ja. Du warst ja auch 4 Tage hier. Jetzt reicht's langsam. So langsam und so. Aber genau, kann ich noch kurz fragen, wie war es denn eigentlich mit den Fans? Die waren ja alle da und so. Wie war das Feedback so was? Das war sehr cool. Also wenn man dann irgendwie ein Jahr lang im Kämmerchen sitzt und arbeitet an so einem Comic und dann kriegt man endlich mal so ein bisschen Feedback, das ist schon, ja, das braucht man dann. Freut man sich. Das ist doch schön. Damit hören wir jetzt auf. Ja, ich bedanke mich nochmal. Danke für deine Zeit. Bitteschön. Und wir sind dann jetzt nochmal um 14 Uhr mit den Joscha Sauer. Der ist dann hier zu Gast. Wir freuen uns. Du auch? Ja. Du freust dich auch? Oh, ja. Über alles. Danke. Bis dahin. Ciao. Ciao. Nerdsich auf der Manga Comic Con 2017 wird unterstützt von der Comic Combo Leipzig, der Nummer 1 Comicbuchladen in der Messestadt. Und Studio 3, das Veranstaltungslokal am Friedrich-List-Platz.